Zurück im Wiener Gartenbaukino bei der Filmpremiere von Waren einmal Revoluzer, einer österreichischen Erstvorstellung, der sich Hauptdarsteller Manuel Rubey entzog und sich mit uns ins benachbarte Palikoburg begab, wo uns der charismatische Schauspieler eine Spielfilmlänge lang Fragen zu seiner Person beantwortete. Manuel, während dein Film läuft im Gartenbaukino, sitzt du da mit mir im Palais Coburg in einer Suite und schaust den Film gar nicht an? Ja, ich bin tatsächlich nicht sehr in der Vergangenheit, und beim Film ist es speziell, wenn ein Film abgedreht ist, da ich mit Regie und Schnitt nichts zu tun habe, ist es für mich damit eigentlich durch. Und ich schaue ihn mir dann einmal an, vielleicht zweimal, und dann war's das. Und dann bin ich eigentlich meistens schon wieder mit was anderem beschäftigt. Es gibt ja viele Schauspieler, die tun sich schwer, sich selbst anzusehen. Bist du einer von denen? Ich finde das auch komisch. Ich glaube das aber auch, dass das relativ natürlich ist. Also ich würde mir eher Sorgen machen, wenn man das geil findet. Gibt's aber auch viele. Gibt's auch leider, ja. Also so, dass du dir anschaust, das habe ich gut gespielt, auch dem kannst du nichts abgewinnen. Ja, ich meine, Selbstanalyse finde ich grundsätzlich immer ganz gut. Und ich kann dem was abgewinnen, dass man sagt, okay, das und das ist vielleicht ausbauungs- oder verbesserungsfähig und so. Aber meistens sieht man ja dann, was einem alles nicht gefallen hat und was man gerne anders gemacht hätte. Du bist ja trotzdem einer der meistbeschäftigten Schauspieler des Landes, also damit auch einer der Besten? Das kann man, glaube ich, objektiv so sagen. Nein, keine Ahnung, ich fühle mich gar nicht so beschäftigt. Also ich mache halt verschiedene andere Dinge. Man trat den Fernseher auf und sieht Manuel Rubey. Das stimmt. Du nervst ja fast schon so wie Ursula Strauß. Ist es so schlimm schon? Nein, nichts gegen die liebe Ursula. Die Ursula ist wunderbar, die ist wirklich sehr viel beschäftigt. Und es gibt ja beim Fernsehen sehr oft auch Wiederholungen. Wir haben ja bei einem gewissen Film sehr viel Zeit miteinander verbracht, den ich vor 13 Jahren gedreht habe. Den spielen sie ja jedes Jahr zum Beispiel. Damit habe ich ja nichts mehr, also das ist ja keine Arbeit mehr. Und da bin ich auch nicht weiter beschäftigt, sondern der wird nur wiederholt. Damit ist man ja auch mit der eigenen Jugend konfrontiert. Vor 13 Jahren warst du noch ein anderer als heute. Äußerlich nicht, du hast dich kaum verändert. Ist sehr freundlich, aber danke. Von der Mimik her, du bist natürlich gereifter, oder? Siehst du das? Wenn ich mir das anschaue, ist das wirklich jemand anderes, ein junger Bub. Und ich sehe schon, dass ich äußerlich leider abgebaut habe ein wenig, aber... Gar nicht, das Nichtrauchen steht dir ausgezeichnet. Ich soll es einmal probieren damit. Du schaust blendend aus, das kann ich wirklich nur zurückgeben. Aber Nichtrauchen kann ich sehr weiterempfehlen. Wir reden dann gleich drüber, ja. Bleiben wir noch beim Thema. Du merkst schon, dass du gewachsen bist natürlich, wie jeder. Ja, ich glaube, dass ich das merke. Es geht mir tatsächlich interessanterweise besser mit dem Älterwerden. Also ich bin jetzt gerne mit mir lieber mit mir zusammen als mit 25. Das ist ganz komisch. Es hat so mit 35 begonnen, dass ich mich irgendwie akzeptieren gelernt habe mit meinen ganzen Schrulligkeiten und mit mir ganz gut auskommen. Und das war nicht immer so, und das genieße ich, und ich hoffe, dass das noch anhält. Du bist mit dir nicht gut ausgekommen, genau, alle anderen schon, weil du bist eigentlich ein sehr leidlicher, sehr umgänglicher Mensch. Das freut mich, wenn du das so empfindest. Wirklich. Nein, ich finde, dass man kein Arschloch ist, ist mir schon sehr wichtig. Du hast aber eins einmal gespielt und damit hat eigentlich alles begonnen. Dieser Ausstieg war sein Aufstieg. Bemerkenswert authentisch verkörperte er im Film Verdammt, wir leben noch Popstar Falco. Wir fanden, er spielte sehr überzeugend und wollten ihm das persönlich sagen. So trafen wir Manuel 2008 auf ein Gläschen oder zwei. Manuel Rubey, das schreibt sich mit EY am Schluss. Schreiben die Menschen deinen Namen mittlerweile schon richtig? Na, schreiben tun sie ihn richtig, aussprechen noch, hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Es kommt, Rubey ist wunderbar. Also das häufigste ist Ruby, aber das ist wahrscheinlich das EY. Kommt der Name aus dem Englischen? Nein, eigentlich ursprünglich aus dem Polnischen. Und es freut mich, dass es manche Leute schon richtig aussprechen mittlerweile. Viele nicht. Was Thomas gesagt, ja. Aber immer noch nicht. Man sage Rubey oder Manuel zu ihm, aber ja, nie Falco. Auch wenn die Versuchung nach seiner eindrucksvollen Performance besteht, das mag er gar nicht. Also Falco ist für mich mit 5. Februar auch Geschichte. Glaubst du? Für mich persönlich. Was da von außen kommt, also ich werde nicht mehr als Falco auftreten, das verspreche ich dir hiermit. Ich glaube, dass ich eins richtig gemacht habe, was ich wirklich bis heute durchgezogen habe. Ich habe nie wieder irgendeine Falco-Anfrage
Also ich habe über 200, ich sammle sie, ich habe so einen Ordner. Aber jetzt, was du sagst, das stimmt, du bist nie wieder... Ich habe es wirklich konsequent und es gab wirklich schöne Angebote, es gab finanziell tolle Angebote, also wirklich unverschämt tolle Angebote mit keinem Aufwand. Und ganz schlimm war jetzt Todestag, Thomas Rabic, die ganze alte Partie nochmal fürs Donauinselfest mit einer großen ORF-Doku und einfach vor 120.000 mit der Falco-Band. Natürlich hätte ich da Bock drauf gehabt, aber ich habe es nicht gemacht. Das muss man sich leisten können. Und du kannst. Vielleicht auch. Aber ich glaube, das war wichtig und das hat dazu geführt, dass es sich irgendwann herumgesprochen hat, dass das eine wichtige Rolle war, aber dass das eine Rolle war und dass ich gerne auch andere Sachen machen möchte. Wenn du heute diesen Film siehst, der jeden Februar gespielt wird, Wenn du diesen Film siehst, schaust du dann an oder nicht? Ich habe ihn, glaube ich, wirklich seit der Premiere nie wieder ganz gesehen. Du hast ja nicht nur sehr viele gute Kritiken bekommen, es gab natürlich auch Aufstand. Es gab ganz massiv, also ich habe wunderbare Verrisse. Ich glaube, das Wort Shitstorm hat es damals noch nicht gegeben, genau. Aber du hast dann miterlebt. Nein, ich habe, ganz schlimm war es tatsächlich, da, als es bekannt wurde. Also ich weiß noch, Pressekonferenz damals in irgendeinem Hotel, in Interconti. Mit irrsinnigen Damm-Damm und ich habe mich da im Kasten versteckt, weil quasi jetzt wird der Name enthüllt, das hat eh keiner gewusst, wer das ist, aber sie haben es irrsinnig aufgezogen und dann, es war noch nicht so Social Media und so, gab es noch nicht, aber ich weiß, ich habe im Internet irgendwie mitgekriegt, dass es kamen wirklich Morddrohungen und Gewaltandrohungen, das habe ich so noch vorher und nachher nie erlebt und das Schöne ist aber, dass als der Film, ich bin jetzt Ehrenmitglied in diversen Falco-Fanclubs, das finde ich die schönste Auszeichnung. Hans, was ist denn los mit dir? Achso, verstehe schon. Die Blonde, oder? Bitte, die ist genau mein Typ. Groß, blond und tuberkulös. Sehr schön war übrigens die Frisur. Hat mir gut gefallen. Ich finde auch die Frisur. Die hat doch gut gepasst. Ja. Deine Frau ist Designerin, aber die hat mit dem Haarschnitt nichts zu tun. Naja, der Haarschnitt ist jetzt wirklich tatsächlich ein bisschen botschert, aber ich drehe jetzt einen Film und darf mir die Haare nicht mehr schneiden. Das ist immer das Problem. Es sind ja ständig Überbrückungshaarschnitte. Und für den aktuellen Film Revoluzzer musstest du ja auch einen Bart wachsen lassen, hast du immer wieder, aber war es unangenehm? Oder? Ja, ich hasse das, weil es wächst dann so ein und ich habe auch keinen sehr starken Bartwuchs, es sind dann so kahle Stellen, es schaut immer ein bisschen ungepflegt aus, finde ich. Du hast ja am Drehbuch mitgewirkt, hättest da kein Bart reingeschrieben. Ja, aber es war schon ein Kompromiss, weil die Johanna Moder, die Regisseurin, wollte sogar, dass ich zunehme für die Rolle. Und da habe ich gesagt, das ist mir jetzt wirklich den Aufwand nicht wert und dann habe ich gesagt, dann zumindest... Haare nicht schneiden und Bart wachsen lassen. Reden wir doch über eine Zeit, als du an der Filmakademie studiert hast. Und hier räumen wir mit einem großen Irrtum auf. Denn viele glauben ja, du warst zuerst Musiker und bist dann Schauspieler geworden. Tatsächlich warst du immer Schauspieler und hast nur einen Abstecher in die Musik gemacht, deinen Freunden zuliebe, die ja wirklich Musiker waren. Stimmt alles, was du sagst, außer dass ich hab nicht an der Filmakademie studiert, weil man dann nicht Schauspielerei studieren kann. Ah, drum bist du so gut. Ja, vielleicht deswegen. Aber sonst stimmt alles. Ich habe mich nie als Musiker gesehen. Ich liebe Musik, ich bin musikaffin. Ich glaube, ich habe ein bisschen ein Groove-Verständnis. Aber ich kenne viel zu viele gute und richtige Musiker, als dass ich mich selbst als ein solcher bezeichnen würde. Aber er hat ihn überzeugend gespielt. Manuel Rubey beim Donauinselfest 2006 und als Frontman seiner Band Mondscheiner mit dem Hit Dieser Tag. Dabei war Mondscheiner war eine vielversprechende Band. Im Nachhinein betrachtet, wenn du ein bisschen durchgehalten hättest, vielleicht wäre es heute sowas wie Wander- oder Bilderbuch. Ich glaube, die Frage kommt tatsächlich immer wieder und ich finde sie auch total schmeichelhaft, weil ich mich wahnsinnig freue, was da passiert und die österreichische Musikszene intensiv verfolge. Und ist wirklich, ich bin bei Wander in der Stadthalle gestanden. Eine österreichische Band füllt die Stadthalle, das war immer unsere Vision und es geht wieder. Und es war wirklich, ich habe ein paar Tränen verdrückt, obwohl ich sie gar nicht gut kenne. Also ich glaube, es hat uns ein bisschen was gefehlt. So gut waren wir nicht, aber wir waren auf jeden Fall in einer
schwierigen Zeit. Es war damals noch komisch und verpönt, auf FM4 und Ö3 laufen zu wollen und so. Also wir waren, imagemäßig waren wir zwischen den Stühlen und das ist heute alles einfacher und das ist auch gut so. Dass er mit der Musik aufgehört hat, ist schade. Dass er wenig später das Rauchen bleiben ließ, bezeichnet er als seine bislang größte Leistung. Du warst sehr starker Raucher und hast das wirklich geschafft, dass du seit 6 Jahren keine Zigarette mehr angerührt hast. War das ein Leidensweg? Das war ein langer Leidensweg und ich habe es 7-mal probiert vorher. Ich habe LNK gelesen, so wie jeder, das ist endlich Nichtraucher. Ich habe es mit Hypnose probiert, ich habe es mit Nikotinpflastern probiert, hat alles überhaupt nichts gebracht. Und dann habe ich einen Psychiater getroffen, Dr. Arif Mendelssohn. Ich habe auch in meinem Buch über ihn geschrieben. Ich finde diesen Namen, ich finde den Namen schon so schön und er ist einfach fantastisch. Und der hat in 10 Sitzungen mir das abgewöhnt, indem er mir erklärt hat, wie Suchtkurven funktionieren. Ich habe gehäkelt. Er sagt, du brauchst was für deine Hände. Ich habe 3 Monate lang jeden Abend, auch in Lokalen, wenn andere geraucht haben, damals konnte man noch rauchen, bin ich mit meiner Fernsehdecke gehäkelt und. Also er hat mich wirklich brain gewashed und das hat funktioniert. Und daran erinnere ich mich bis heute in den Momenten, wenn es wieder flatterig wird. Und die gibt's immer noch, die Abstände werden größer, aber ich denke mir manchmal immer noch, ich würde wahnsinnig gerne eine rauchen. Und du hast doch wirklich davon geträumt? Ich träume immer noch hin und wieder von riesengroßen Zigaretten, die auf mich zufliegen. Darf in deiner Nähe geraucht werden? Absolut, ich find Rauchen super. Ich verstehe das Konzept Rauchen. Es war nur, meine Eltern rauchen bis heute und für mich war Rauchen erwachsen werden. Rauchen ist total positiv konnotiert. Das war alles, was gut war, was selbstständig war, was lässig war, war mit Rauchen verbunden. Und ich merke aber jetzt, dass es nervt mich, dass sie es tun, weil es tut ihnen einfach nicht mehr gut und ich möchte, dass sie leben. Und ich möchte nicht, dass sie sich daran zugrunde richten. Und deswegen sehe ich jetzt auch noch, weil sich meine Kinder gewünscht haben, dass ich das nicht tue. Und trotzdem, ich rieche es noch immer gern. Also vor allem so frischen Rauch, so abgestandenen Rauch brauche ich nicht, aber den brauchen auch Raucher nicht. Und ich bin gern mit Rauchern zusammen und ich ertappe mich dabei, dass ich auf der Straße ein bisschen zu nahe komme, weil ich mitrauchen will. Aber du hast Willensstärke bewiesen, auch wahrscheinlich, um deinen Eltern zu zeigen, es geht ja, wenn man will. Ja, es ist ihnen aber wurscht. Leider. Nein, es geht, wenn man will. Ich wollte es mir in erster Linie selbst beweisen und es ist tatsächlich etwas. Ich glaube, es gibt nichts, was mich so stolz macht. Also ich finde Stolz überhaupt ein komisches Gefühl, aber das ist noch immer, ich glaube es mir noch immer nicht ganz nach 6 Jahren, dass ich das wirklich geschafft habe. Ich habe es war alles immer mit Zigarette verbunden. Ich habe immer geraucht, auch mit hohem Fieber und so. Und schon in der Nacht aufstehen, aber ja nicht durchrauchen. Ja, aufstehen, um zu rauchen auch. Also wirklich die Motivation, den Tag zu beginnen, heißt, ich darf dafür eine Zigarette rauchen. Ja. Man sieht dich gelegentlich in Filmen, wie du zur Zigarette greifst und das geht schon. Nein, das geht nicht. Das sind Kräuterzigaretten. Das ist auch wirklich im Vertrag drinnen, weil manchmal, wenn die Requisite vergisst, die zu besorgen, dann heißt es, geraucht jetzt geschwind, wir brauchen das. Und das mache ich nicht, weil ich kann kein Nikotin. Das sehe ich wirklich wie ein trockener Alkoholiker. Gut, das kannst du jetzt leisten, weil du der Manuel Ruber bist, zu sagen, das mache ich nicht. Als das kann sich jeder leisten. Doch, als Falco hast du das machen müssen. Als Falco hat es mich total gefreut, weil ich ja selber geraucht habe und habe die Zigaretten spendiert bekommen. Das war völlig neu. Du bist ja seit November letzten Jahres verheiratet. Mhm. Im November wird es 1 Jahr. Hat sich was geändert seitdem? Frage stellvertretend für alle, die mit einer Hochzeit liebäugeln. Ja, tatsächlich. Ich bin nicht federführend, weil ich Scheidungskind bin und an die Hochzeit jetzt als solche nicht glaube. Man kann sich auch sehr schnell scheiden lassen, es beweist ja gar nichts. Und ich finde ein gemeinsames Kind oder mehrere gemeinsame Kinder ein größeres Commitment als ein Ehevertrag. Trotzdem war es eigentlich so, dass sich die Kinder lang gewünscht haben und die Stefanie auch lange gewünscht hat und ich irgendwann gedacht habe, okay, jetzt gehen wir wirklich die Argumente dagegen aus. Und es fühlt sich eigentlich sehr gut an. Ich kann es weiterempfehlen. Kann man machen. Geheiratet habt ihr in Gas am Kamp und hier schließt sich der Kreis zu Falco wieder. Mhm. Ja, ja und nein, also weil er dort ein wahnsinnig hässliches Haus bewohnt hat. Aber wir haben dort nicht in Gas, aber in der erweiterten Umgebung auch ein sehr schönes zweites Zuhause gefunden und wollten dort heimlich heiraten. Es hat aber nicht ganz funktioniert, weil eine Bezirksblattjournalistin plötzlich wirklich
hat dich erkannt. Na, die stand im Stand, es hat irgendjemand dort geplaudert oder ich weiß es nicht, oder es hat uns tatsächlich, es wussten nicht mal die Eltern. Wir haben das mit den zwei Kindern und den zwei Trauzeugen, das waren die einzigen Menschen, die davon wussten. Und dann hat es in der Zeitung gelesen. Ja, und dann steht plötzlich eine Dame mit Fotoapparat und fragt, ob sie fürs Bezirksblatt, und ich trottel, denke mir noch, ja, das Bezirksblatt erscheint einmal im Monat. Aber auch ein Bezirksblatt ist heutzutage online. Das habe ich einfach nicht gedacht. Wer den Manuel Rubey hier wieder sehen will, im September dreht er einen neuen Thriller, aber derzeit ist er gerade im Kino mit einem Buch, das du selbst geschrieben hast. Mitgeschrieben, Waren einmal Revoluzer. Und warum sollte man sich den Film anschauen? Es fließt kein Blut, es wird niemand erschossen, es gibt keine Animationen. Weil man sich vielleicht auch ein bisschen mit seiner eigenen Doppelmoral auseinandersetzen kann, auf hoffentlich amüsante Art und Weise. Klingt schwierig, ist es aber nicht. Höchst unterhaltsam und auch ein bisschen tiefgründig, ein bisschen was zum Nachdenken. Manuel, es hat uns sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, zum Schlussapplaus bist du noch rechtzeitig drüben. Wunderbar, ich danke für die Einladung. Und tatsächlich, der Abspann zum Film Waren einmal Revoluzer lief. Der Schlussapplaus erklang, da war Manuel, als wäre er gar nie weg gewesen, wieder im Kino und holte sich an der Seite von Regisseurin Johanna Moder die verdienten Lorbeeren ab.